Hallo liebe Leute, grüßt uns mit des Tages von Mitte Winter. Heute DDR-Witz. Moment, ist immer weit. Hallo liebe Leute, grüßt uns mit des Tages. Ich passe jeden Tag heute DDR-Witz. Und zwar ist er von Simon Esch und Grüße gehen von Ihnen an Rick und Martin. Und der Simon hat mir einen Witz über E-Mail geschickt, könnt ihr auch. Und dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen. DDR, es geht so. Warum sehen die Leute in der DDR immer so müde aus? Ja, weil es seit 40 Jahren da nur bergauf geht. Warum sehen die Leute in der DDR so immer so müde aus? Ja, weil es da seit 40 Jahren immer nur bergauf geht. Mit Erklärung, DDR ist ja die Deutsche Demokratische Republik da, die Kommunisten da, wo die da 30 Jahre auf ein Auto warten mussten. Und da geht es ja praktisch seit 40 Jahren mit, ist vom Jahr jetzt soll ja besser, jetzt sind sie ja im Westen angegliedert und kriegen alle Hartz IV und Rente, dann geht es ihnen noch besser als früher in der DDR. Und da geht es immer bergauf. Und wenn man immer bergauf geht, dann ist es ziemlich anstrengend, wenn man den Berg hoch geht, dann wird man auch ziemlich müde. Das heißt, in der DDR wurde es immer besser seit heute, aber immer bergauf gehen, das ist der Witz. Immer bergauf gehen, 40 Jahre, dann wird man auch müde, wenn man bergauf geht. Seid ihr schon mal einen Berg hochgefahren oder einen Berg hochgegangen, dann wisst ihr, wie anstrengend das ist. Okay, ciao, komm, bitte auf ihn.